Mein Name ist Uta Lauketscher und ich leite das Vororchester und das Orchester am GBI. Ja, also Musik allein machen macht ja schon unglaublich viel Spaß und für mich ist das auch immer eine ganz wichtige Sache, gerade jetzt in Corona-Zeiten Musik zu machen. Das macht mich glücklich und ist einfach gut fürs Herz. Aber was nochmal richtig besonders ist, ist eigentlich, wenn man Musik zusammen macht, in einem großen Orchester zusammen spielen kann. Und das kannst du am GBI machen. Du kannst im Vororchester oder im Orchester mitspielen und mit uns zusammen große Werke spielen aus Klassik, aus dem klassischen Bereich oder auch aus dem Filmmusikbereich. Vielleicht hast du das Stück ja gerade erkannt. Ich kann natürlich nicht alle Instrumente gleichzeitig spielen, aber das war ein Filmmusikstück und zwar aus dem Fluch der Karibik, einzelne Stimmen. Ja, und wenn diese einzelnen Stimmen jetzt zusammengesetzt werden, dann wird daraus schon ein kleines Ensemble, aber wir im Orchester haben noch viel mehr Instrumente und können dann solche tollen Stücke zusammen musizieren. Du kannst bei uns mitmachen im Orchester, wenn du ja, ein Instrument spielst, vornehmlich meistens ja so die klassischen Instrumente, die bei uns mitspielen, das sind die Streicher, also Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe, aber auch Bläser sind bei uns herzlich willkommen. Wir haben zurzeit gerade eine Oboe und zwei Klarinetten und zwei Querflöten, aber es sind alle Bläser bei uns willkommen. Und was wir auf jeden Fall auch immer brauchen, sind Pianisten und Pianistinnen, immer händeringend gesucht, ihr seid herzlich willkommen. Oder auch Schlagzeuger, also damit zum Beispiel solche Werke wie Fluch der Karibik besonders bombastisch klingen, brauchen wir auch durchaus Schlagzeuger, die da mal an ein Schlaginstrument gehen, an Pauken oder Triangel oder Trommel oder was auch immer. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, Vororchester oder Orchester, na, das Vororchester ist so eher für die jüngeren Schüler von der Klasse 5 bis 7. Wenn du noch nicht so lange ein Instrument spielst oder vielleicht sogar, wenn du gerade erst angefangen hast, dann kannst du im Vororchester starten. Egal welches Instrument du spielst, bist herzlich willkommen, kannst einmal reinschnuppern und ich kann dir auf jeden Fall auch eine Stimme schreiben, die du, auch wenn du gerade erst angefangen hast, auf jeden Fall mitspielen kannst. Wir proben immer donnerstags, so ab der 8. Stunde beginnen wir. Und wenn du schon ein wenig länger spielst, schon ein bisschen Erfahrung auf deinem Instrument hast, dann kannst du im Orchester anfangen, im GBI-Orchester. Das ist also das große Orchester. Wir waren bisher immer so ungefähr 20 Leute, alle möglichen Instrumente vertreten. Und dann kannst du dort eigentlich auch fast mit jedem Instrument bist du willkommen und kannst dort musizieren. Wir proben immer am Donnerstag und fangen um 15:45 an und proben bis 17:45. Wir proben also ein wenig später, damit auch die älteren Schüler in der Oberstufe Zeit haben zu kommen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du nächstes Jahr entweder im Vororchester oder im Orchester starten würdest. Wir können sehr gut Nachwuchs gebrauchen und freuen uns über jedes neue Gesicht. Mein Name ist Jonas Janssen, mich kennen vielleicht noch nicht so viele, ich bin noch relativ neu an der Schule, seit Sommer 2020 bin ich dabei und unterrichte die Fächer Deutsch und Musik und habe damit mein Hobby zum Beruf gemacht. Literatur und Musik sind definitiv die Sachen, die mich in meiner Freizeit auch beschäftigen und dementsprechend bin ich super froh, jetzt die Band AG übernehmen zu können. Die hat vorher Herr Flint geleitet. Die Band AG ist für Schüler ab der 7. Klasse bis zur 13. Klasse, also wir sind da ein bunt gemischter Haufen, hoffe ich. Also ich würde mich freuen, wenn da aus allen Altersstufen Leute vertreten sind und wir da gemeinsam musizieren können. Und sie findet dienstags in der 8. und 9. Stunde statt. Ich habe meine erste Band gegründet, damals mit 13 Jahren, also ungefähr so in dem Alter, wo wir hier auch beginnen. Und habe mir damals gedacht, ich möchte nie wieder was anderes machen als Bandmusik. Ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen was Rockigeres gespielt. Natürlich werden wir auch Stücke aus dem Popbereich machen. Wir können mal was Souliges machen. Das Programm, das vorher von der Band gespielt wurde, würde ich gerne auch noch auffrischen. Die Songs, die diejenigen, die daran teilnehmen, dann natürlich noch weitermachen möchten. Und bin aber auch ganz offen für eure Vorschläge, setzt mich gerne hin und schreibt für unsere Besetzung die Arrangements dann fertig, sodass wir sie in unserer Besetzung eben spielen können. Also da ist sind uns keine Grenzen gesetzt. Kann auch in Richtung Hip-Hop gehen, wenn ihr da Lust drauf habt. Da sind wir völlig frei. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, als wenn du keinen Bock mehr hast, so wie ich hier ganz alleine zu Hause zu sitzen und zu musizieren, sondern das mit Leuten zu machen, dann sprich mich an oder sprich deine Musiklehrerin an, melde dich an für diese AG und ich freue mich, euch dann begrüßen zu können ab dem nächsten Schuljahr dann. Genau. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Hi, mein Name ist Christian Kessen-Albers und ich leite hier am GBI Bläsergruppen und die Big Band. Ja, und es sieht ja so aus, dass wir im nächsten Schuljahr endlich wieder starten können. Wir freuen uns alle riesig und hoffen, dass wir auch natürlich echt wieder gemeinsam tolle Musik machen können. Also, wer hat Lust? Wer möchte dazustoßen? Alte Hasen, Neuankömmlinge, Neuanfänger. Wir freuen uns auf alles. Und ja, was bieten wir an? Wir haben auf der einen Seite die Bläsergruppe. Die Bläsergruppe ist so für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8. Und ja, man sollte, ich sag mal, so ein Jahr etwa ein Instrument spielen, ein Blasinstrument spielen können. Das sind zum Beispiel hier sowas wie Trompete oder Posaune oder Saxophon. Klarinette ist natürlich gut, Querflöte ist auch erwünscht. Wir spielen Rock, Pop, ein bisschen Jazz vielleicht, Filmmusik, Musical-Melodien, das, was gerade so passt. Vielleicht was Aktuelles, vielleicht was ein bisschen Älteres, was Schönes und was uns Freude macht. Ja, und wir treffen uns dann immer montags, 7. Stunde, zu Proben ab dem nächsten Schuljahr. Ja, und dann haben wir noch die Big Band. Das sind dann schon die etwas Älteren, so Klasse 8, sagen wir 9 bis oben natürlich. Und ja, man sollte da schon 2, 3, 4 Jahre Instrumentalunterricht gehabt haben. Ein bisschen fit auf seinem Instrument sein. Und was suchen wir? Wir suchen auch genau die Blasinstrumente, wie ich eben auch schon aufgezählt habe. Aber wir können auch noch 1 oder 2 Gitarristen gebrauchen oder einen Drummer noch. Und, oder auch einmal Keyboard bzw. Piano können wir auch noch gebrauchen. Wir spielen ähnlich wie in der Bläsergruppe, mehr so, ich sag mal, Pop und auch ein bisschen Jazz, so Swing Jazz, solche Sachen spielen wir. Und wir treffen uns immer montags dann 8. und 9. Stunde zum Proben. Also, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt, meldet euch. Ich freue mich auf euch und ich hoffe auf eine gute Zeit. So, ciao! Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Singst du gerne? Kommt es vor, dass du vielleicht einen Song im Radio hörst und du spontan mitsingst? Dann bist du genau richtig im Chor Hakuna Cantata hier bei uns am Gymnasium Bad Iburg. Mein Name ist Petra Schulke und ich leite diesen Chor. Und wenn du in der 8. bis zur 13. Klasse bist und wirklich Lust hast, in der Gemeinschaft Songs neu auszuprobieren, dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben feste Probenzeiten, das ist immer donnerstags in der 8. und 9. Stunde. Und wir sind ein buntes Team von, wie gesagt, jungen und mitteljungen Menschen mit Jungs und Mädchen. Und vielleicht das, was uns ausmacht, ist die Tatsache, dass wir die Lieder, die wir gemeinsam singen, auch selber auswählen. Und so kommt es dann vor, dass wir One Call Away genauso mehrstimmig singen, wie auch This is Me aus The Greatest Showman. Wir haben immer Projekte, das eigentlich ganz geplante aktuelle Projekt, was wir noch hatten, bevor es dann nicht mehr möglich war, das waren Treppenhaus-Pausenkonzerte. Ihr glaubt gar nicht, wie klasse und wie cool der Sound ist, wenn man in einem Treppenhaus singt. Wir schauen mal. Wir freuen uns, wenn du Lust hast, einfach mal zu schnuppern, bei uns vorbeizukommen. Ich sag mal, ausprobieren darf jeder, sollte jeder tun, denn man muss ja erstmal gucken, ob das was für einen ist. Wir freuen uns, wenn du dazukommst. Eure Frau Schulke. Moin Moin, ich bin Herr Flint und ich werde ab kommenden Schuljahr den Unterstufenchor von Herrn Fohn übernehmen. Bisher habe ich, also die letzten 2 Jahre lang, die Rock-Pop-Band gemacht. Die werde ich jetzt abgeben an Herrn Janssen. Und vielleicht ganz kurz musikalisch zu mir. Ich habe im Unipop-Chor der Universität Osnabrück eine ganze Zeit lang gesungen und auch viel an so kleinen A-Cappella-Projekten, Barbershop, sowas in die Richtung gerne teilgenommen. Oder natürlich, ich bin Religionslehrer auch bei kirchlichen Angelegenheiten, A-Cappella-Sachen gemacht. Habe auch eine eigene Band mit ein paar Freunden und da bin ich in der Regel am Klavier oder setze mich halt auch vors Mikrofon und singe ein bisschen. Ja, vielleicht zur wichtigsten Frage überhaupt, wer soll eigentlich in den Chor kommen? Grundsätzlich jeder, außer 5. bis zur 7. Klasse. Punkt. Warum? Weil Singen in der Gruppe macht einfach Bock und je mehr, desto mehr Spaß macht das. Deswegen kommt einfach alle rum und dann können wir zusammen ein bisschen Musik machen. Was wir machen werden, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe die Rock-Pop-Band gemacht, das heißt, mir liegt am meisten auch die Pop-Richtung. Evergreens, aber grundsätzlich fände ich es schön, wenn man das Programm auch gemeinsam entwickelt und ihr eure Vorschläge einbringt, ich meine Ideen und dann kommt da, denke ich, was ganz Schönes dabei rum. Ja, neben den Stücken, die wir singen werden, werden wir natürlich auch ein bisschen an der Stimmbildung arbeiten. Das heißt, ich versuche das Potenzial in euren Stimmen so ein bisschen rauszukitzeln, wie hoch, wie tief kommt ihr, wie lang werden die Töne gehalten, etc. Unser Akkord trifft sich immer in der 8. und 9. Stunde am Dienstag. Davor könnt ihr in der 7. Stunde Pause machen und dann bleibt nichts zu sagen, außer dass ich mich freuen würde, viele von bekannten Gesichtern vielleicht aus dem jetzigen ITG-Kurs oder meinen Kursen in der 5. und 6. Klasse zu sehen. Ich freue mich auch auf neue Gesichter zu den Neuankömmlingen, die nach den Sommerferien dazukommen und dann bis bald.